Freunde der Nacht. Es ist soweit. Es geht los mit Burg Schattenfang. Wir sind den ganzen Weg hierher gelaufen, weil anscheinend der Portstein nicht funktioniert. Der hier aber ist, aber man kann ihn tatsächlich nicht benutzen. Ja, keine Ahnung. Früher ging das mal. Die hatten auf jeden Fall recht. Die haben mich nicht verarscht. Gut, wir werden jetzt sehen. Mal gucken, ob wir den Weg finden. Quests gibt's hier nicht. Ist auf jeden Fall gut freigeräumt. Dungeon Map gibt's halt auch nicht. Den ersten Boss haben sie down gekloppt. Der war hier. Hier ist dann der Innenhof. Den haben sie auch freigehauen. Sie haben sogar die Pferde gepolt. Ich glaube, die sind momentan auf dem Dach. Hier war auch ein Boss. Haben die auch erledigt. Ja, der, Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ist noch nicht bereit. Seid gegrüßt. Ja, ein bisschen was kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall noch mit. Ich sterbe. Schön. Muss wohl ein bisschen aufpassen. Weh, der retzt mich jetzt nicht. Dann bin ich aber traurig. Kann man die Kirschen nennen? Das wäre doch was. Ich lasse den Magier einfach machen. Das wird eher so ein Durchziehen, denke ich. Muss mich halt erstmal in diese Gruppe einfinden. Es ist halt kein klassisches Dungeon, wie das hier gemacht wird, sondern er zieht uns hier halt durch. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Natürlich auch gut Erfahrungspunkte. Ich kann das nicht plündern. Ich glaube nicht mehr, dass da sonderlich viel droppt. Aber ich nehme es wenigstens als EP-Boost.
Dieser Zauber ist Junge, Junge. 9,2 ist besser als der, den ich habe. Ich kann das nicht. Kann ich leider noch nicht anlegen, weil ich keine Munition habe. Aber er ist stärker. Das lädt immer noch auf. Ich muss das ist natürlich echt ein unspektakuläres Dungeon, so, ne? Aber wenn man da halt echt, wenn man eine richtige Gruppe dafür hat, das dauert halt auch echt seine Zeit, ne? Muss man schon ganz klar sagen. Oh, was macht der denn da? Was war denn mit denen jetzt los? Wissen die nicht, dass es man hier rüber muss oder was? Ah, keine Ahnung. Ich spring da jetzt nicht hinterher, wie so ein Mongo, keine Ahnung. Ja, mal gucken, was bei den anderen beiden droppt. Du, ich weiß gar nicht mehr genau. Dieses Heft ist so kompliziert. Ich würde es euch gerne zeigen, ne? Aber gut, die sind schon weiter. Augen auf. Schon wieder ein Boss. Dieser Zauber ist noch nie mehr. Wagt es, die Söhne von Hattenall zu stören. Das ist euer Untergang, Fremdlinge. Rücken. Ja, schlechter als das, was ich habe. Gar keine Quest. Beschwamm mein Pad jetzt übrigens nicht. Oh, jetzt kann ich einen Kirsch, ne? Das Leder. So, Erfahrungspunkte technisch ist es schon ganz cool, hier durchgezogen zu werden. Aber loot-technisch ist es halt eher enttäuschend, ne? Weil, wie gesagt, auf den ersten Blick, ich weiß nicht, ob ich irgendwas hier übersehen habe, aber scheint halt echt so gut wie gar nichts für mich zu droppen. Also, wirklich, wenn dann nur was, was ich so auf den dritten oder vierten Blick nehmen würde, wie diese Einhand-Axt da zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dann am Ende vielleicht noch irgendwie eine Waffe droppt, die für mich interessant sein könnte, aber... nicht mal, ob das jetzt ein Boss ist. Ja, kann ich ihm nicht wegnehmen. Das Ding wäre halt geil.
Oh, Bedarf. Bin mir noch nicht sicher, ob ich Schwert lernen kann, aber ich glaube, das geht in Undercity. Auch ihr sollt dienen. Wie wenig Schaden der dem macht als Magier, ey. Ja. Wie die Pfosten, ehrlich. Dreimal. Alle drei hintereinander. Ey. Das kannst du nicht aussehen. Die ist gut. Kann ich noch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Die Hose jetzt bekommen? Jo. Wollen die das jetzt resetten? Ich meine, wenn die das nochmal machen wollen würden, würde ich jetzt nicht sagen, nein sagen, Kinder, ne? Ich würde nochmal mitmachen. Reset, tatsächlich. Mal Buch weggeworfen. Einmal komme ich mit. Einmal komme ich noch mit, danach würde ich es ja nicht machen, aber dass wir noch einmal wirklich komplett sehen, wie die Burg hier so aufgebaut ist. Weil wir nur das Ende gesehen haben. Ist jetzt nicht die, ja, der Klassiker, wie man hier so durch den Dungeon gehen sollte, aber... Einmal gucken wir es uns an. Heiltrank kann weg. Ich frage mich halt, ob die das fürs Level machen oder wegen dem Loot. Wir sind alle draußen. Nicht den besten. Das beste Equipment. Don't need a warrior. We don't need a warrior really as its mask pull. We don't need a warrior really as its mask pull. Ich verstehe nicht, was das meint. Was er meint. Oder meint er, dass sie unbedingt einen Krieger brauchen und mich deswegen rausschmeißen? Ach, was weiß ich, Sauerei.
Muss mal eben kurz. So, das war ein klassischer Kick. Aber ich sagte ja, das war schon eine merkwürdige. Merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Kann ich nicht verstehen. Ich mach mal kurz überlegen. Es ist gerade egal. Waffen lernen. WoW Vanilla. Position, ja. Horde. Zweihandschwerter in Under City, ja, immerhin. Also. Das Ganze hat uns was gebracht. In der Hinsicht. Dass wir hier eine Waffe bekommen haben. Ja, aber es ist halt, ich würde es jetzt, also es gibt so mehrere Sachen, die mich jetzt hier gerade ein bisschen durch den Kopf gehen. Also die Nummer 1 ist, dass ich von vornherein gesagt habe, das war eine merkwürdige Gruppe. Und ich wäre jetzt noch wohl einen Run mitgekommen, habe aber auch diesen Kickgrund gerade auch nicht ganz verstanden. Bin aber auch wirklich nicht besonders traurig drum, weil halt wirklich außer Erfahrungspunkte hätte ich da nicht viel bekommen. Ich habe es halt abgecheckt. Da war halt ja, keinen Loot zu sehen, den ich hätte irgendwie besonders interessant finden können. Ja, aber es ist halt, es hat sich halt eigentlich nur das bestätigt, was ich vorher gedacht habe. Aber im Endeffekt haben wir daraus profitiert, dass ich hier doch noch eine Sache bekommen habe, beziehungsweise sogar zwei Sachen, die ich sehr interessant finde. Nämlich zum einen den Bogen, der wirklich mit 9,2 nochmal 0,9 Schaden mehr macht als den ich habe. Und zusätzlich das Schwert. Mit 7 Beweglichkeit. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Muss man ganz klar sagen. Na gut, liebe Leute. Ich mache hier Pause. Wir hören uns morgen wieder. Dann geht's weiter mit WoW Vanilla. Auch hier an dieser Stelle. Ich denke, ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen. Und ja, bis morgen. Macht's gut. Wie immer. Ciao, Kakao.